So. Ach, da hinten läuft was. Wasser. Wenig Gesundheit. Ich stehe frei, kannst mich ruhig heilen. Zumindest noch. Weil dann kann ich dich dann wieder heilen, weißt du? Wenn's Not am Mann tut. Sie sind auf der Flucht. Gute Arbeit, Kumpel. Jetzt ein Gruppefeld, Ereignis abgeschlossen. Ja. Arkanisten, Loyalität, Waffenmissteile, ungewöhnliche Ember. Jetzt müssten wir Ember fort haben. Voll haben, ne? Ja. Gerne. Ja, aber zurück. Wir können ja noch ein bisschen gucken. Ja, wir können auch ein bisschen gucken von mir aus. Na, der eine kommt jetzt. Der eine ist jetzt da. Woran sehe ich das? Der steht doch hier. Also, achso, ja, aber ich sehe aber nur dich im Team. Und wo sehe ich aber die ganze Gruppen? Na, ich sehe auch nur dich. Oben links. Ja. Ich sehe auch den ihr Name, Kilometer weit. Ja, aber in der Gruppe sehe ich nur dich. Ja. Das hätten sie ein bisschen anders lösen können. Oh, da liegt irgendwas auf der Brücke. Steinbrücke, das sind einfach nur so Informationen oder was das ist. No. Ah, hier ist was. Chimärische Komponente. Cool. Wie geht's denn da rein? Gehen wir mal unten rein. Das sieht so geil aus im Wasser. Trotzdem eine gute Performance. Alter, ich bin tot. Ne, fast. Da ist ein Dicker. Unten oder oben? Oben. Das ist ja übelst fett. Welcher ist ein Titan?
selbst meine Ulti macht denen fast gar nichts. Lol. Zwei Schadenspunkte noch. 5, 6, so ungefähr 0 bis 5 teilweise so weiter. Ich glaube, das Gebiet ist. Ich glaube, dieser Bob ist noch nichts für uns. Ja, es dauert halt ewig, ne? Bis da mal tot geht. Ich hab aber nicht unendlich. Ich gehe viel auf Nahkampf, deswegen. Das war eigentlich mehr so ein Speer, also eng. Au. Ah, scheiße, ich hau mir fest. Dinge aufbauen. Schilde. Ja, mit dem Snipermarsch immerhin Schaden. Oh ja. Habe ich gerade mit der Ulti zugesetzt. Ich brauche Reparatur. Jo, der andere Typ da hinten auch, aber da geht glaube ich der eine hin. Bin schon da.
No, ich komme. Du kannst es beheben, also wenn du wenig Lebensenergie hast, kannst du auch deine Ulti einsetzen. Ja, wenn meine Ulti aber noch nicht bereit ist. Der tot? Ja, ich bin. Heb auf. Nee, ich meine der Dicke. Der ist tot. Der muss sein. Er scheint tot zu sein. Ich hab bekommen. Ungewöhnlich Objekt, ungewöhnlich. Oh, ist doch cool. Kommt man dann jetzt eigentlich jetzt wieder heim? Escape drücken und dann zur Stadt. Escape? Was? Wo steht das da? Escape und danach? Ja. F gedrückt halten. Also freies Spiel beenden. Ja. Was du dann automatisch mit, was du da automatisch mit teleportiert, ja, ne? Stimmt. Nee, ich muss es auch drücken. Also ich hab's zumindest mal auch gedrückt. Expedition abgeschlossen. Schlafrichter. Komm, ich hab bekommen. Was ich an XP bekommen habe. 1550 EP. 1800 habe ich. Ja, du hast mehr gemacht. Oh, Allianz. Schon auf Level 3. Allianz-Modus. Na, da bin ich doch auf Level 2. Ne, ist gerade so Level 3 geworden. So, was haben wir denn hier? Waffen und so. Giftnebel, sehr schön. Oh, ich hab eine schöne, ich hab eine Waffe. So, dann schauen wir doch gleich mal in die Schmiede.
Okay. Fällt da dann auch wenigstens die Munition immer gleich wieder auf, komplett? Was denn? Was für die Munition? Sollen wir mal neu wieder reingehen? Wo neu reingehen? Ach, das passt. Dann wollen wir wieder in und auf eine neue Mission gehen, ob da der Erdwatch immer wieder auffüllt. Ja, ja. Da startest du immer mit voll. So. Ne, Nahkampf-Inschrift brauche ich nicht. Verlegen. Erstmal was einstellen. Einstellung. Audio. So. Hallo Prospero. Ich weiß, dass du gute Neuigkeiten hast. So viel Ember, wie du brauchst. Genau das wollte ich hören. Also gut, an die Arbeit. Feuern wir die Schmiede an. Es wird Zeit, dass die ganzen Javelins hier die liebevolle Pflege bekommen, die sie verdienen. Geh rüber zur Schmiede, um mit der Herstellung zu beginnen. Aber denk dran, wenn du Eindruck machen willst, vielleicht den Javelin mit einer Schicht aus Schmerz und Donner versehen, wende dich an mich. Du bist also der Händler des Donners, ja? Hey, die besten Freelancer treten immer mit einem Donnerschlag auf. Aber bevor sie das können, kaufen sie ihn bei mir. Lass von dir hören. Okay. Was neue Herstellung? Gerade richtig. Wir haben ein paar ausgezeichnete neue Sachen. Ach cool, man kann die Splitter auch kaufen, alles klar. Ja, aber für Eschgeld. Nee. Münzen. Klar kannst du auch mit Eschgeld zahlen, aber du kannst auch alles mit Münzen zahlen. Ja.
Okay, so, wo muss man denn da jetzt hin? Ich habe noch einen Auftrag für Sie. Ich fühle mich geschmeichelt, aber ich weiß immer noch nicht richtig, wer Sie sind. Alte Gewohnheit. Ich arbeite für Corvus. Ah, eine Spionin. Meine Aufgabe ist es, ein Auge auf Bedrohungen für Fort Tarsis zu haben. Ich habe eine Agentin unter den Regulatoren, einer Gruppe Schmuggler. Sie hält das wirklich gefährliche Zeug von den falschen Käufern fern. Aber in ihrem letzten Bericht stand, dass fremde Agenten in unser Gebiet eingedrungen sind. Wer sind sie? Wie ich vorhin schon sagte, ich wette, es ist das Dominion. Was bedeutet, dass wir Ärger bekommen? Gewaltigen Ärger, wenn sie recht behalten. Ich glaube, Ärger entspricht ihrer Vorstellung von Spaß. Zunächst sollten sie sich mit meiner Agentin in einem Regulatorenlager treffen. Hier, finden sie heraus, was sie sonst noch weiß. Und dann sehen wir weiter. Wir werden es erledigen. So. Spielsitzung ist nicht verfügbar. Ja, weil ich gerade selber jetzt mit diesen komischen Kommandanten gerade quatsch. Achso. Schau an, wer in einem Stück zurück ist. Zoe, hast du mich in mehr als einem Stück erwartet? Bei dir? Ach, Quatsch. Nehme an, du hast Arbeit für mich. Es ist immer eine gute Idee, deinen Javelin nach einem Einsatz zu überholen. Was hast du diesmal gemacht? Ja. Nur mein Job. Faszinierend. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich wollte nur sicher gehen, dass alles in Ordnung ist. Das höre ich gern. Scar, Bestien, Reliktunfug. Man kann dort draußen nicht vorsichtig genug sein. Ich werde ein paar Wartungschecks durchführen, damit er wieder schnurrt wie ein Kätzchen. An der Leistung werde ich nichts machen. Aber wenn ich schon dabei bin, kann ich die Polsterung mit feuchtigkeitsabsorbierendem Gewebe ausstatten. Hab dagegen nichts einzuwenden. Warum auch? Wenn du dich kopfüber ins Chaos stürzt, sollst du es auch bequem haben. Deine Denkweise gefällt mir. Manchmal kann ich auch glänzen. Geh ruhig. Ich kümmere mich so lange um die Checks. Jo. Und jetzt müssen wir machen, welche also mit Tassins Agenten treffen, ne? Agenten treffen, genau.